So, herzlich willkommen zum Podcast von Sven Heidenreich. Wir haben Nummer 3, 274, so wollte ich sagen. Da ist keine 3 drin. 274 und iOS 15 ist jetzt raus und ich installiere mir das gerade. Das heißt, wir werden so ein bisschen verfolgen. Jetzt wird gerade alles runtergeladen. Ich gehe mal kurz aufs Klo. Und dann schauen wir mal. Ja, also ich habe auch gerade so ein komisches Phänomen mit Telegram gehabt. Ich bin irgendwie gar nicht mehr in Telegram reingekommen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe jetzt diese App erstmal runtergeschmissen. Ich habe allerdings auch Signal runtergeschmissen, weil ich einfach gemerkt habe, ich benutze diese ganzen Messenger überhaupt nicht. Ich werde sie mir bei Gelegenheit immer wieder aufmachen, sobald ich es öfter benutze oder so. Aber eigentlich benutze ich ja hauptsächlich nur WhatsApp und vielleicht mal den Facebook Manager, Messenger, nicht Manager, Facebook Manager, klingt auch nicht schlecht. Facebook Messenger, aber am meisten benutze ich wirklich WhatsApp und Facebook selber. Und von daher habe ich gesagt, okay, jetzt schmeiße ich die Apps erstmal wieder runter. Man kann sie sich ja immer wieder neu installieren, das ist ja das Schöne. Aber ja, weil ich merke immer wieder, dass die anderen, also dass WhatsApp einfach am besten mit Voice-Over zu bedienen ist. Und ja, und die anderen, da gibt es immer so kleine Sachen, die nicht funktionieren. Und ja, bin ich nicht so begeistert von. Also ich werde hauptsächlich bei WhatsApp bleiben und ja, guck mir immer wieder mal die anderen Messenger an, klar, ob da sich was getan hat oder so, aber letztendlich reicht ja auch ein oder zwei Messenger. Ich meine, Facebook Messenger und WhatsApp reicht eigentlich, mehr brauche ich nicht. Und warum soll man da irgendwie noch Signal und Telegram und weiß ich was alles? Und nee, also vor allen Dingen, wenn man immer wieder merkt, dass WhatsApp eigentlich am besten funktioniert von allen. Und ja, die meisten auch über WhatsApp ja schreiben und oder Sprachnachrichten schicken. Wird zwar immer überall gesagt, Alternative zu WhatsApp und bla bla bla, aber ich merke immer wieder, also, nee, also, ich muss sagen, das eine Frage, also, ist immer noch WhatsApp. Nicht, weil WhatsApp so gut ist, aber einfach, weil WhatsApp sich am besten mit VoiceOver zu bedienen lässt, ne? Muss man einfach mal sagen. Ja. Ich habe diesmal das Gerät auf hoch gestellt, also nicht automatisch oder mittel, sondern diesmal auf hoch. Ja, ist auch mal wieder ein bisschen was anderes, ein anderer Sound. Ja, und jetzt werden wir zusammen iOS 15 installieren. Ja, so ist das, ne? Die Nummer 274. Ja, wir kommen immer näher zur 300, Leute. Das ist doch schön. So. Naja, mal gucken, wie es alles so weitergeht. Ich bin ja mal jetzt mal gespannt auf iOS 15. Wird natürlich ein bisschen dauern. Aber ich denke mal, naja. Stelle das Gerät hier hin. Ich will mich was hier hinlegen. So. Handy musste ich an Strom ranmachen, weil ich nur noch über 40% hatte. Naja, so ist das halt, ne? Gut, wir legen das Handy mal hier rauf. Quatsch, das Diktiergerät. Handy hier. Ich nehme mit meinem Olympus DM770 auf. Wer sagt's denn? So, dann gucken wir mal, wie weit er ist. Automatische Update iOS 15. Apple Incorporated. Noch etwa 10 Minuten. Ja, noch etwa 10 Minuten. Also ihr merkt, vorhin hat er 16 Minuten gesagt. Also es ist auf jeden Fall klar, es ist ein größeres Update und da ja einige jetzt iOS 15 runterladen, wird das natürlich noch ein bisschen dauern. Ich bin mal gespannt, wie lange. Wobei ja so 10 Minuten oder 16 Minuten sind ja, ist ja aber noch eine Zeit. Das ist mir immer noch lieber, als wenn er irgendwelche Stunden anzeigen würde. Aber gut, wir werden sehen. Und ich bin ja auch mal auf die Neuerungen gespannt und ja. Ihr könnt das jetzt sozusagen miterleben, wie ich iOS 15 installiere. Ja. So ist das nun mal, ne? Ja. Und ansonsten, wie war der Tag heute? Heute hatte ich überhaupt keine Arbeit auf
Vielleicht habe ich letztendlich nur rumgesessen. Ja, als ich nach Hause kam, habe ich geschlafen. Hauptsächlich war ich irgendwie total geschafft wieder mal. Und ja. Dann hat mich mein Kumpel Heiko angerufen, haben wir ein bisschen gequatscht und dann habe ich mit Ela noch ein bisschen gequatscht und ja, so war das. Das war mein Tag heute. Naja, mein Kater liegt hier schon wieder im Bett. Der lässt sich's gut gehen, der schläft hier halb. Ah ne, schläft nicht, jetzt läuft er gerade. Na, Lecki, was los? Na komm hier. Was ist mein Großer? Hm? Ja, du bist ein Feiner, ne? Ja, mein Großer. Mein großer Kater, ne? Jetzt stehst du da, weißt nicht, was du machen sollst, ne? Schnurren. Ist immer das Beste. Wenn man nicht weiter weiß, Blacky, immer schnurren. Ja, merkt ihr das? iOS 15. Ja, wir sind jetzt schon bei der 15. Also ich bin ja mal gespannt, wie die Neuerungen so sind, ob es Neuerungen gibt, die man wirklich gut gebrauchen kann, wie iOS 15 läuft. Ich bin wirklich gespannt. Auf jeden Fall ist es immer wieder ein Abenteuer, wenn man so ein neues Betriebssystem sich letztendlich runterlädt und man erstmal gucken muss, funktioniert es und wo gibt es noch Schwierigkeiten. Na, also das ist schon alles sehr interessant. Mal gucken, was er jetzt an der Zeit sagt. iOS 15, Apple Incorporated, noch etwa 6 Minuten. Jetzt sagt er mir 6 Minuten. Ja, also er ist am Arbeiten. Ne? Das finde ich ganz gut. Was sagst du dazu, Blacky? Der schnurrt nur. Ja, du brauchst halt sowas nicht wie iOS 15. Du brauchst bloß Trockenfutter oder Nassfutter und ein bisschen Wasser. Und dein Katzenklo muss sauber sein. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist heute nicht viel passiert. Ich weiß auch nicht, was morgen groß passiert. Also, ja. Aber so ist es halt, ne? Das Arbeitsleben ist nicht besonders interessant. Also wenn ich das Internet nicht hätte, ich wüsste echt nicht, was ich machen soll. Also ich bin echt froh, dass ich Internet habe und dass ich wenigstens mich so beschäftigen kann und meinen Podcast machen kann. Also ohne Internet wäre ich ganz schön aufgeschmissen, ehrlich gesagt. Vor allem jetzt auch ohne Keyboard und ohne alles wäre das schon ein ziemlich einsames Leben. Noch einsamer, als es jetzt schon ist. Aber naja, gut. Wir versuchen ja das Beste daraus zu machen. Dafür habe ich ja euch da draußen. Und ja, so kriegen wir das alles schon hin. Ja, iOS 15, mach mal hin jetzt hier. Automatik iOS 15, Apple Incorporated, noch etwa 5 Minuten. Ja, 5 Minuten noch, also das wird wirklich, ja, das braucht eine Zeit. Das braucht wirklich eine Zeit. Diesen anderen Messengers, das ist immer Messenger, das ist immer wie immer so, ja, ich bin zwar immer neugierig und gucke da gerne rein, was es so für Neuerungen gibt. Man kann ja wohl bei Telegram jetzt auch Livestreams machen und aber schon das Kanal erstellen ist mit VoiceOver so blöd und so kompliziert. Dann reagiert Telegram nicht richtig und also ich habe echt die Schnauze voll. Ich brauche eine App, die funktioniert, ganz einfach. Und ja. Klar, die Sprachnachrichten sind bei Telegram und bei Signal besser und auch bessere Qualität, das stimmt schon. Aber auf der anderen Seite, was bringt mir das, wenn einige Sachen nicht angesagt werden oder angezeigt werden oder man klickt ein Menü auf und man geht da nicht richtig rein und so, also habe ich keinen Bock mehr drauf. Also, nee.
Und WhatsApp funktioniert eigentlich immer, ne? Also das ist immer, egal was ich bei WhatsApp mache, ob ich da in die Einstellungen gehe, ob ich da Nachricht weiterleite oder irgendwas, es funktioniert immer. Da gibt es eigentlich nie Probleme mit VoiceOver. Ja, und deswegen. Ja. Ich habe ja vieles nicht mehr drauf. Skype habe ich ja auch nicht mehr drauf. Ab und zu mache ich es mir mal rauf und gucke, ob da Neuerungen sind. Aber letztendlich, das ist ja das Schöne an so Apps. Ne? Man kann die immer wieder rauf und runter machen, wenn man sie braucht, wenn man sie mal nicht braucht. Ne? Das ist ja immer, das finde ich immer ganz gut. Da kann man immer wieder mal so eine App nehmen und gucken, hat sich was verändert, hat sich nichts verändert. Ja. Aber große Updates haben halt immer ihre. Automatische iOS 15, Apple Incorporated, noch etwa 2 Minuten. Naja, wir sind schon mal bei 2 Minuten, da seht ihr, Leute. Also es geht ja langsam voran. Na, das ist schon schön, wenn es vorangeht. Ich bin ja jetzt mal gespannt, ob das wirklich klappt mit Siri. Also ob man Siri jetzt schon ohne Internet benutzen kann. Da bin ich echt gespannt. Wurde ja gesagt, dass das kommen soll. Wäre natürlich der Hammer, wenn das wirklich funktioniert. Also darüber stand jetzt in den Funktionen gar nichts. Ich werde nachher auch mal gucken bei Siri-Einstellungen, ob man das irgendwie aktivieren muss oder ob es automatisch dann so ist, werden wir sehen. Oder ob es doch ein Feature ist, was doch nicht kommt. Kann ja auch sein, dass es nur so gesagt wurde und letztendlich kommt es dann doch nicht. Mal gucken, lassen wir uns einfach überraschen. Ja. Automatisch iOS 15, Apple Incorporated, noch etwa 56 Sekunden. Naja, wir sind schon bei 56 Sekunden, Leute. Also es geht ja langsam voran, ne? Muss man echt mal sagen. Ja, es geht langsam voran. Weiter iOS 15, Apple Incorporated, noch etwa 25 Sekunden. Ich sage ja, er ist sekundengenau hier. Sekundengenau. Aber wir kriegen das hin. iOS 15. Sehr schön. Facebook, jetzt. Eleanor Buttmann hat dir eine Freundschaftsanfrage gesendet. Anhang. Ja, ja. Diese Freundschaftsanfragen. Weitere iOS 15. Apple Incorporated. Weiter iOS 15. Apple Incorporated. Noch etwa 4 Sekunden. Noch etwa 4 Sekunden. Ja, dann werde ich euch nachher auch noch mal einen kleinen Podcast schicken oder hochladen mit den Geräuschen. Ich bin ja mal gespannt, ob noch ein paar Geräusche dazugekommen sind. Na? Weitere iOS 15, Apple Incorporated. Vorbereiten. Vorbereiten, ja, das kann jetzt auch wieder dauern. Dieses Vorbereiten. Guck mal gerade, wie der Akkustand ist. War schon ein bisschen. 20 Uhr Wartung, Sven, 50% Batterieladung. Batterie wird geladen. Ja, genau, Batterie wird geladen, ist wichtig. iOS, Microsoft Auto, iOS, weitere Informationen, HTTPS,
iOS 15 bietet Audio und weitere Infos. Taste. Ich kann euch ja mal die Informationen vorlesen lassen. iOS 15. Weitere Infos. iOS 15 bietet Audio- und Videooptimierungen für FaceTime wie 3D-Audio und den Portrait-Modus. Artikel, Fotos und andere mit dir geteilte Inhalte aus deinen Konversationen in der App Nachrichten werden in den jeweiligen Apps im Abschnitt mit dir geteilt angezeigt. Die Funktion Fokus unterstützt dich dabei, Ablenkungen zu reduzieren, indem Mitteilungen auf der Basis deiner aktuellen Aktivität gefiltert werden. Die Mitteilungen haben einen neuen Look erhalten und werden nun in der neuen Mitteilungsübersicht gesammelt, damit du dich zu einem von dir gewählten Zeitpunkt auf den neuesten Stand bringen kannst. Die App-Karten erhielt ein schönes neues Design mit dreidimensionalen Stadtansichten und Fußgängerrouten, die virtuelle Realität, AR, verwenden. LiveText nutzt die künstliche Intelligenz des Geräts, um systemweit und im Internet Text in Fotos zu erkennen. Neue Einstellungen für den Datenschutz in Siri, Mail und anderen Apps bieten Transparenz und eine bessere Kontrolle über deine Daten. Ja. Weitere Informationen zu den Sicherheitsaspekten von Apple Software Updates findest du auf dieser Website. Genau, also iOS 15, Apple Incorporated. Vorbereiten. Ja, dieses Vorbereiten kann sich auch immer total hinziehen. Ne? Also wenn man das dann drin hat, dann denkt man sich immer, vorbereiten, ja, wie lange. Ne? Und das ist wirklich, aber wie gesagt, wir warten, wir haben ja Zeit. Ne? So ist es ja nicht. Auf jeden Fall haben sie es anscheinend diesmal pünktlich reingestellt. Also ich habe wohl schon ein paar Nachrichten gekriegt. Franzi hatte mir auch schon eine WhatsApp geschickt. iOS 15 ist da. Danke auf jeden Fall nochmal, Franzi. Und ich habe aber auch von Google News und iPhone Tricks, die haben auch alle schon, ne? iOS 15 ist da. Da hatte ich aber gerade noch mit meinem Kumpel Heiko telefoniert. Und ja, also es, ja. Ich verstehe bloß nicht, warum man von Apple keine Nachricht kriegt. Also das, eigentlich müsste Apple ja selbst so einen Push-Service irgendwie haben, was einen sofort sagt, die neue Software ist da, ne? Aber mit Push-Service, da hat sich Apple sowieso ein bisschen komisch. Die anderen Apps, die machen das alle und Apple selber. Von Apple kriegt man eigentlich selten eine Mitteilung. Außer jetzt, wenn es um Apple TV geht, da kriegt man eine Mail oder aber so ein richtiger Push-Service, so von wegen Apple sagt, iOS 15 ist da oder sowas. Ne? Na, wer weiß, vielleicht kann man ja irgendwann das mal einstellen. Irgendwo. Vielleicht machen sie mal sowas. Ja, auf jeden Fall freue ich mich aufs neue Update, wie so ein kleines Kind, also weiß auch nicht warum, aber das ist irgendwie so ein Highlight jedes Jahr. Wahrscheinlich aber auch, weil es wirklich jedes Jahr immer so ist. Und ja, und weil oft ja auch kleine Änderungen drin sind, die man wirklich gebrauchen kann, ne? Das ist das Schöne. Wenn so ein System halt wirklich weiterentwickelt wird, also wenn ich dran denke, wie ich damals mit dem iPhone angefangen habe. Ich habe ja damals mit dem iPhone 4 angefangen. Und das war ja noch die Zeit, wo man iTunes brauchte, um die neueste Software zu installieren und so eine Geschichte. Ne? Ich meine, das kennt ihr sicherlich auch noch. Und dann hatte ich nach dem iPhone 4 hatte ich dann das 4S. Da ging es erst richtig los mit dem iPhone dann bei mir. Mit dem 4er bin ich ja damals gar nicht klargekommen. Da gab es aber auch noch kein Siri. Und ab 4S gab es ja Siri. Und da bin ich dann so langsam eingestiegen. Habe natürlich auch sehr viel geflucht und hätte das iPhone oft aus dem Fenster schmeißen können. Hab's da doch nicht getan. Ja, dann hatte ich das iPhone 6. Dann hatte ich auch mal das 6 Plus, was ich dann aber wieder weggegeben habe. Und weil ich Geld brauchte. Und ein iPad Mini hatte ich. Nee, iPad Air hatte ich mal. iPad Air 2 hatte ich auch mal, aber das musste ich dann auch abgeben, weil ich Geld brauchte. Und ja, so hatte ich mal so alles durch und jetzt bin ich beim iPhone 10S Max. Irgendwo liegt noch mein 6er, aber das benutze ich kaum noch, weil das so langsam geworden ist. Und ja, man kann ja vieles auch nicht mehr updaten und was soll man mit dem 6er letztendlich? Also, wenn man ein 6S hat, kann man es ja wenigstens noch auf die neueste Software updaten. Aber beim 6er, ja, man könnte es noch als Musikplayer nehmen oder als... Ja, aufnehmen kann man damit auch, aber das ist ja die Aufnahme-Apps ja auch nicht mehr auf den aktuellsten Stand. Ne? Also das ist dann so, ja gut, als Notfallreserve, sage ich mal, kann man es noch nehmen. Ich werde es auch nicht verkaufen, weil ich sehe auch nicht ein, meine alten Handys zu verkaufen, weil ich mir einfach sage, ja, es gibt immer Momente, wo man es mal braucht. Ne? Also und dann weiß ich, ich habe wenigstens ein altes iPhone noch hier und
falls mal mit den Macs was ist, oder kann man immer noch zum Alten zurückgreifen, und das finde ich ganz sinnvoll einfach. Ja. Das ist halt auch was ich hier in Manschnow gelernt habe. Früher in Berlin hätte ich gesagt, naja, verkaufe ich, brauche ich nicht mehr oder so, ne? Und jetzt hier in Manschnow habe ich einfach gelernt, für mich, nee, manchmal ist es gut, gewisse Sachen noch als Ersatz zu haben oder als Ausweichmöglichkeit. Also es gibt einfach Sachen, die ich nicht mehr brauche, klar. CD-Player, DVD-Player, Kassetten, das, okay, das sind einfach Sachen, davon konnte ich mich trennen und davon habe ich mich getrennt, und das sind einfach Sachen, die brauche ich nicht. Aber gerade so, was so Handys angeht, und da bin ich schon manchmal ein bisschen traurig. Gut, ich habe ja meine alten Nokia-Handys, habe ich ja auch noch. Also das Nokia 3660 habe ich noch und das 6630. Ja, voll die Zahlendreher hier. Die beiden Handys habe ich noch, wobei sie ja auch, sie würden auch noch funktionieren. Da braucht man aber die größere Karte. Das heißt, da müsste man wieder, bloß bei dem einen, bei dem 6630 ist das Kartenteil rausgebrochen. Und bei dem 3660, das ist schon so ramponiert und zerkratzt, das Handy ist auch schon, also, und ich weiß auch nicht, ob der Akku da noch funktioniert. Ich habe auch kein Ladegerät mehr, also irgendwo liegt bestimmt noch ein Ladegerät, aber ja, aber diese alten Dinger nochmal benutzen, nee. Aber bei den iPhones, da sehe ich das ein bisschen anders, da sage ich, okay, ich behalte das 6er und ja. Wie weit sind wir denn? Automatische Update iOS 15, Apple Incorporated. Vorbereiten. Ja, wir sind immer noch beim Vorbereiten. Ja. Die Vorbereitung dauert, ne? Aber so ist das halt. Nicht wahr, Kater, Becky? Hm? Ja, du bist fein, ne? Bist ein Feiner, ne? Ja. Das ist lustiger. Oh, fühlt sich wohl. Ja, ich weiß, willst spielen. Spielen willst du, ne? Oh, mein Großer. Streicheln, ne? Ja, bist fein. Ist der feiner Kater. Ja. Das ist ein Warte-Podcast, aber es ist immer so, wenn man Sachen installiert. Automatic iOS 15, Apple Incorporated. Vorbereiten. Ja, das wird wahrscheinlich in 20 Jahren auch anders sein. Ja, also ich schätze mal, in 20 Jahren braucht man nicht mehr warten. Da drückt man wahrscheinlich auf irgendeinen Sensor und dann wird was installiert, fertig. Ja, da sind wir noch weit entfernt von, aber naja, wer weiß, in 20 Jahren läuft es wahrscheinlich ganz anders. Da gibt es wahrscheinlich auch keine Smartphones mehr, da hat man dann was ganz anderes wahrscheinlich. Vielleicht haben wir da alle schon einen Chip irgendwo, den man nur noch... Nein. Wo wir mit unseren Gedanken irgendwie drauf zugreifen oder sowas, keine Ahnung. Ja, wer weiß, wie sich das alles so entwickelt. Ich finde eigentlich erstaunlich, wenn man mal überlegt, ich bin jetzt 43, also ich gehe auf die 50 zu. Und was man so alles schon für Entwicklungen erlebt hat. Ne? Also man muss ja mal überlegen, dass ich... Und das kennt ihr ja auch, der ja so über 40, Anfang 50 seid. Na, man hat noch die mechanische Schreibmaschine oder die elektronische oder elektrische Schreibmaschine kennengelernt. Man hat noch an der Punktschriftmaschine geschrieben. Dann geht's über einen langsamen Computer, so 90er, ne? Das war dann so noch mit DOS gearbeitet und dann ging es irgendwann über in Windows. Und ich weiß noch, es gab ja noch Zeiten, da hatte die Schule ja nur einen Computerraum. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. zum Schluss hat und als ich dann das letzte Mal die Schule gemacht habe, da hatte ja jeder einen Computer im Raum. Ne? Also vielmehr jeder hatte selbst einen Computer, also jeder Arbeitsplatz. Und wie sich das alles so aufgebaut hat, das ist schon verrückt, ne? Und ja, heute kann man das ja gar nicht mehr wegdenken. Ja, heute hat jeder Haushalt ein Smartphone fast. Ne? Also es gibt nur noch wenige Ausnahmen letztendlich. Und klar gibt es genug Leute, die sowas nicht haben. Aber
wenn man es mal so sieht, wie das alles vorangegangen ist, ja auch mit den ganzen Streaming-Diensten. Früher haben wir uns Kassetten gekauft. Da ist man im Laden gegangen, haben sie die neue Single von, dann hat man irgendein Lied angesungen. Ach ja, sie meinen das Lied, ja, haben wir. Ja, und heute guckst du mit dem Smartphone kurz rein, aha, YouTube, zack, hast du das Video. Ja, und oder auch die ganzen Streaming-Dienste. Das wäre heute kannst du in 3D-Audio Musik hören und Dolby Atmos. Wir waren froh, wenn wir mal ein Lied in Stereo hatten, vorausgesetzt, man hatte wirklich eine Stereoanlage. Manche haben ja auch nur so einen Ghetto-Blaster gehabt oder also, oder wirklich nur einen Kassettenrekorder, ne? In den 80ern zum Beispiel. Und das ist schon verrückt, also. Was da so alles passiert ist, ja. Das ist schon, ja, irgendwie geil, dass man diese Entwicklung auch miterlebt hat. Also ich sehe es als Pluspunkt. Ich finde einfach, wer weiß, ob unsere Zukunft, sage ich jetzt mal, noch so eine Entwicklungssprünge erleben. Ne? Also die sind dann wahrscheinlich unauffälliger. Also wir haben wirklich noch erlebt, von der Schreibmaschine zum Computer. Ne? Das ist ein Riesen, ja, gerade auch die Leute, die noch viel mit der Hand geschrieben haben. Ne? Also, das ist schon verrückt. Also iOS 15, Apple Incorporated. Vorbereiten. Das ist noch beim Vorbereiten. Ja, das kann noch sich hinziehen hier. Ich nehme mal mein Diktiergerät wieder ein bisschen so in die Hand. Ja, ich bin ja mal gespannt, ob auch bei der Sprachmemo-App oder so, ich meine, ob da auch irgendwas passiert ist. Ne? Gibt ja so Kleinigkeiten, die verraten sie ja manchmal nicht. Na, also ich werde überall mal ein bisschen reingucken gleich. Wenn, was heißt gleich, wird noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, dass der Podcast nicht zu lang wird. Aber naja. Ja, es ist einfach schön, wenn man so auf so ein Leben zurückblicken kann und wenn man so sagen kann, ja, man hat das noch erlebt. Ne? Also, und vor allen Dingen, das Schöne ist ja auch, man weiß noch, wie die alten Sachen funktionieren. Ne? Also, das ist ja auch, ich könnte mich jederzeit wieder an so eine elektrische Schreibmaschine setzen und schreiben. Natürlich nicht so gut, ich habe Fehler gemacht und so, das meine ich jetzt gar nicht. Aber man weiß einfach, wenn man so eine Gabriele oder so eine Olympia, glaube ich, hieß die, hatten wir auch. Ne? Also wenn man sowas plötzlich wieder in den Fingern hätte, so mit den Punkten und so, schon markiert und so, dann weiß man einfach, ah, so geht das und ah, das Blatt geht so rein und ja, auch mit, manche hatten ja auch so einen Zeilenschieber, ne? So anderthalbzeilig, zweizeilig, das fand ich immer sehr praktisch. Das fand ich immer besser, als wenn die so einen Knopf hatten. Ja. Aber trotzdem, ich mit dem Kohlepapier einlegen, damit wir nicht korrigieren. Also das war wirklich, oh Mann, es waren Zeiten, ey. Ja, ja. Oder ich weiß noch wie. Jetzt knabbert mein Kater wieder an seinen Krallen. Sag mal, ist hier langweilig? Oder willst du deine Krallen kürzen? Hm? Mein Dickerchen. Ja. Ja, Dicker ist gut. Ne? Ja, manchmal macht er das, er kürzt sich selbst die Krallen. Ja, ich kann mich noch an Sachen erinnern, ne, wo ich dann im Unterricht mit dem PC überhaupt nicht klarkam und meine damalige Computerlehrerin Frau Schick, ich kann ja ruhig mal ihren Namen sagen, ist mir doch egal jetzt. Ja, Sven, können Sie denn immer noch keinen Computer, wie schaltet man denn einen Computer richtig an oder wie geht man in die Ordner? Und ich konnte eigentlich, ich war sowas von, als Schüler muss ich ein Albtraum gewesen sein. Und heute gehe ich mit dem Smartphone um. Also, das ist schon so verrückt, ne? Also was man sich in der Freizeit so alles drauf tut und in der Schule ist man sowas von blockiert. Ja, man hat so eine Blockade letztendlich und ja. Wenn ich zu der Frau Schick sagen würde heute, ja, ich mache einen Podcast und bin im Internet und ja, die würde auch sagen, hä, was? Der früher den Computer gehasst hat? Der früher nie damit klargekommen ist? Tja, so können sich die, na gut, aber es war ja auch was anderes. In der Schule hat man ja hauptsächlich Textverarbeitung gemacht. Ne? Und das war halt einfach nicht meine Welt. Also gerade mit Microsoft Word, was mir immer viel zu umfangreich war.
und heute auch noch ist, also ich benutze es auch nicht, bin ich ehrlich, mir reicht der Windows Editor, so heißt das, glaube ich, wo man einfach nur, weiß ich nicht, du machst ein Dokument auf und schreibst und mehr brauchst du ja auch in der Freizeit nicht. Ja, also ich meine, wer kommt schon auf die Idee und formatiert irgendwelche Texte aus Blödsinn? Das macht man ja nur, wenn man irgendwie beruflich damit zu tun hat oder wenn man büromäßig, aber jetzt so sage ich mal, im privaten Bereich möchte man ja einfach nur irgendein Textprogramm haben, was erstens nichts kostet oder wenig kostet und zweitens, was natürlich auch sehr umfangreich ist. Ne? Also, was nicht umfangreich, was einfach sehr, sehr wenig hat, wo du einfach nur, ja, und da ist der Windows Editor, der reicht mir. Ne? Also, weiß nicht, es gibt ja bestimmt noch mehr so eine Programme, aber Microsoft Word, ich meine, es ist. Da bin ich überfordert. Das ist einfach, ja, was man da alles machen kann und das ist schon Rechtschreibprüfung und bla bla bla. Und ich meine, geht ja in anderen Programmen wahrscheinlich auch, aber wo ich mir heute sage, ich bin froh, dass ich nicht büromäßig was mache. Und ich brauche das nicht. Und wenn ich was schreiben will, dann will ich einfach nur schreiben, es irgendwie speichern und von mir aus absenden. Ja. Ja, also das dauert hier noch. Letztens habe ich auch sowas bei Google News gelesen. Da hat, was wurde da geschrieben? Wer braucht heute noch Microsoft Word? Es gibt genug andere, irgendwie sowas, war die Formulierung so ähnlich. Ne? Und da haben sie irgendwelche Sachen auch aufgezählt. Ich bin da aber nicht raufgegangen. Aber ja, ich finde das schon interessant. Ne? Früher waren viele Sachen extrem wichtig gewesen. Heute gibt es so viele Alternativen. Ja, und auch gerade wenn man das beruflich nicht macht, ne, dann kann man ja privat sowieso auf ganz andere Sachen zugreifen und ja, sich es einfacher machen, sage ich mal. Ne? Und ich weiß noch, wie lange hat man bei Word 2003, glaube ich, war das, gehangen, da gab es dann schon 2007 und 2000 und irgendwie, oder 2000, Word 2004, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall irgend so eine Version war das immer und es ging schon weiter und die Schule hat letztendlich immer noch mit dieser alten Software gearbeitet und das war einfach, oh, dieses Hinterherhinken war einfach schlimm und ja. Ich meine, genauso wie der Tower heutzutage. Ne? Wer hat denn heute noch einen Tower unterm Schreibtisch? Die meisten Leute haben ein Netbook oder ein Notebook oder halt ihr Smart oder ein Tablet. Ein Tablet ist ja nun das Ding. Ja. Und die wenigsten, meistens nur die so Hochleistungs-PCs oder so haben wollen, die haben dann vielleicht noch einen Tower. Aber gut, die Towers sind heute ja auch viel kleiner. Ne? Die sind ja auch nicht mehr so, wie sie mal waren früher. Mit den zwei CD-Laufwerken braucht heute auch kein Mensch mehr, ja. CD-Laufwerk, völlig, also gut, dann gab es ja noch Blu-ray-Laufwerke, aber letztendlich braucht man sowas alles gar nicht mehr. Ja, und das ist, dadurch werden ja die Tower dann natürlich auch kleiner, wenn du die Laufwerke weglässt. Ja, und von daher, das ist schon verrückt. Ja, die alten Rechner. Das ist schon Wahnsinn, also wie die Entwicklung da weitergegangen ist. Weiß noch, früher in den 80ern gab es ja fast nur Spielkonsolen. Ja, da diese Sega und wie sie alle hießen, ne? Commodore. Und das ist ja der erste PC so langsam in die Wohnungen kam, ne? Und das ist schon verrückt. Und heute haben wir Hightech ohne Ende. Heute sagst du zu irgendeinem Gerät, mach mal das Licht an, ne? Also es ist schon. Diese Entwicklung ist schon erstaunlich, muss ich echt mal sagen. Also, das haben wir erlebt, ne? Also. Weitere Info, iOS 15, Apple Incorporated, geladen. Das ist doch schön, dass du es geladen hast, sehr schön. Weitere Info, HTTP, jetzt installieren, Taste, installieren, VPNs, überprüfen. Genau, jetzt sind wir schon mal am Installieren. Ist das nicht schön? Es geht voran.
Ja, aber es ist einfach schön, diese ganzen Sprünge miterlebt zu haben, ne? Und es war einem natürlich nie bewusst, welcher Sprung kommt, ne? Also, wenn ich daran denke, das erste Handy, Nokia 5110 oder 5130, ich weiß nicht, das hatte irgendwie zwei Namen. Bei E-Plus hieß es so, bei, ich weiß noch, das erste Handy. Ja, das Handy war total in, dieses 51 Dings da rum, 5110 und alle hatten es. Und ja, dann kam 3210 bei mir, 3330. Viele haben sich dann auch ein Siemens-Handy geholt, ne? Alcatel, glaube ich, war auch noch Sagem oder Sage, ja genau, Sagem und diese ganzen Firmen von damals noch, ne? Und ich habe immer Nokia die Treue gehalten, bis das iPhone kam. Ja, also die ersten sprechenden Handys, da mit Talks, da mit dieser Flusoft, Mobile Speak und wie sie alle hießen. Und dann irgendwann das iPhone. Die Revolution oder auch nicht, wie man es halt nimmt. Touchscreen is born. Ja. Und ja, wer hätte gedacht, dass wir mal auf so einem Bildschirm rumdaddeln, ja? Also, dass ein Blinder, also jetzt mal, muss ich einfach mal jetzt das auf der Zunge zergehen lassen. Wenn man früher einen Blinden mit einem Bildschirm in Verbindung gebracht hätte, ja, früher haben die Blinden gesagt, nee, ich brauche keinen Bildschirm, ich lasse meinen Bildschirm aus, ja. Gut, dafür gibt es ja heute den Bildschirmvorhang. Aber heute datteln wir auch als Blinde auf dem Bildschirm rum. Das muss man sich mal überlegen, ne? Also, ja, aber ihr wisst ja, was ich von Touchscreen halte. Ich finde Touchscreen eigentlich nicht die ideale Lösung. Also ich finde schon Tasten und ich finde einfach eine Kombination wäre da eigentlich besser. Und ich finde dieses auf dem Bildschirm rumdaddeln, das ist so, ja, es ist, wenn man es kann, ja, aber auf der anderen Seite scrollt man ja auch viel rum und gut, wenn man gewisse Sachen anspringen kann und es weiß, dann geht das auch etwas schneller, aber ich meine, trotzdem irgendwie ein wahrer Touchscreen-Freund werde ich nie. Also, mir wäre auch ein iPhone mit Tasten lieber. Sag ich ganz ehrlich. Aber sowas wird nie passieren. Ein iPhone mit Tasten, das wäre auch eine Revolution. Müsst ihr euch mal vorstellen, wie Apple sowas vorstellen würde. This iPhone has no touchscreen. Incredible, amazing iPhone. Ja, no touchscreen. Das wäre doch mal was. Ja, damit würde keiner rechnen. Ja. Ja. iPhone mit Tasten. Ja, aber leider, ich weiß ja nicht, ob Tasten irgendwann mal wieder zurückkommen oder ob wir jetzt nur noch irgendwie uns über Bildschirme und Touchfelder, ja, ich stelle mir so gerade auch so Spielbretter vor. Ja, stellt euch mal vor, es gäbe keine Blind, also Spiele für Blinde sind dann nur noch so Touchfelder. Ja, ist natürlich ein Akku drin und so, sonst kann es ja nicht funktionieren. Stellt euch mal vor, man würde Mensch ärgere dich nicht und diese ganzen Spiele. Zwar auch mit Figuren, aber man würde dann so über Touchfelder laufen und die Blinden kriegen dann immer angesagt, wo die Punkte sind. Und das, ja, da kann man ja weiterspinnen. Ja, aber auf jeden Fall, also wie gesagt, ich finde das mit den Touchscreen, also komisch. Festnetztelefone haben immer noch Tasten. Aber die Entwicklung der Festnetztelefone geht ja sowieso nie weiter. Also irgendwie da habe ich das Gefühl, da bleibt irgendwie das immer stehen. Die Lautsprecher werden nicht besser. Sprechen können sie auch nur wenig. Dafür gibt es halt das Smartphone. So smart die ganze Sache auch ist, aber dass man mal wirklich gute Kombinationen baut, und zwar gute, ich rede jetzt nicht vom Smart Vision oder wie die Dinger alle heißen, was sich ja letztendlich gar nicht durchgesetzt hat. Ja, also muss man ja echt sagen, es gibt ja immer, es gab ja immer so Versuche, ne? Aber so richtig der Knaller war ja nie dabei. Ne? Auch mit diesem Blind Shell. Ich meine, das läuft zwar,
Aber es ist natürlich eine Riesensparflamme, ne? Also einerseits kostet das einen Haufen Geld. Gut, ist natürlich ein bisschen günstiger wie ein iPhone, würde ich jetzt mal behaupten. Aber du kannst halt mit so einem Blind Shell Classic, also ich rede jetzt von den Tastenhandys, ja, Blind Shell Classic oder Blind Shell Lite, kannst halt nicht viel machen. Also nicht das, was du mit dem iPhone machen kannst. Ja, und wo ich dann wieder sage, wieso versucht man denn immer, warum versucht keiner mal das Smartphone so richtig herauszufordern? Ja, und zu sagen, so, wir stellen jetzt was her, was genau die gleiche Leistung hat wie die Smartphones, also wie die Touchscreen-Phones, muss man ja sagen, weil Smartphone ist ja alles, was mehr kann als telefonieren. ja. Aber das ist halt so. Wenn was innen ist, dann wird das halt überall gemacht. Und ich verstehe auch das mit den Betriebssystemen nicht. Warum gibt es bloß Android und Apple? Ja. Das ist genauso wie Microsoft und Linux, ja. Und vielleicht noch Mac, okay. Genauso wie mit den Screenreadern, ja. Das sind ja auch immer weniger geworden. Es gibt, ich meine, früher gab es noch Blindos, Virgo hieß das, glaube ich, vom Baum, ne? Also ich rede jetzt auch nur von den Screenreader, die Blinde benutzen konnten. Also natürlich gibt es noch andere für Sehbehinderte, aber reden jetzt mal sowas wie Zoom-Text oder sowas. Aber wir reden jetzt mal nur von denen, die Blinde benutzen können. Ja? Also früher gab es Virgo, Blindos, dann wurde das zu Cobra. Jaws ist klar, gab es ja auch, gibt es auch immer noch. Da gefällt mir aber diese Update-Politik nicht wirklich. Ja, NVDA. So, was gibt's jetzt nur noch? Also, so wie mir bekannt ist, gibt's eigentlich nur noch Jaws und NVDA. So, und die sind sich auch noch ziemlich ähnlich. Abgesehen davon, dass Jaws halt ein bisschen umfangreicher ist und mehr Funktionen und vielleicht noch ein bisschen ausführlicher ist und einige Befehle vielleicht doch ein bisschen anders funktionieren. Aber das war's dann letztendlich, ne? Gut, dafür versuchen ja die Hersteller selbst ihre Screenreader einzubauen, wie Microsoft mit Windows, ne? Und aber das hat Apple ja ziemlich durchgesetzt mit VoiceOver. Also das muss man echt sagen. Ja, aber trotzdem. Die Screenreader an sich sind doch schon weniger geworden, habe ich den Eindruck. Die meisten arbeiten mit NVDA oder JAWS. So, das war's, ne? Oder halt, wenn sie ein Tablet haben, haben sie Android oder Apple halt, also ein iPad. Wieso sagt man eigentlich beim iPad und alles andere ist ein Tablet? Muss ich nicht verstehen. Naja gut, ich meine, Apple hat ja immer eigene Namen. Das heißt ja auch iPhone und nicht... Naja, bei Samsung sagt man dann einfach nur ein Samsung-Handy oder Smartphone und bei Apple ist es halt ein iPhone, naja. Was soll's. Ja, das sind so Gedanken, die... Ich muss ja die Zeit ein bisschen rumkriegen hier. Ah, es geht los. Na toll. Jetzt spricht die Anna plötzlich. Anna, die will ich nicht. Ich will meine Siri-Stimme haben. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, jetzt haben wir iOS 15, Leute. Da. Wo bleibt die Fanfare? Schauen wir mal, was hier los ist. Gesperrt? Eine Mitteilung. Software Update. Dein iPhone wurde auf iOS 15.0 aktualisiert. Taschenlampe. Software Update. So, gehen wir mal rauf. Dienstprogramme Ordner. 5 Apps. Mitteilung. Google Ordner. News Ordner. 10 Apps. 9 neue Objekte. Gucken wir, ob Siri funktioniert. Hallo Siri. Hallo, wie kann ich helfen? Wie geht's dir? Es geht mir gut. Danke. Okay, jetzt gucken wir mal kurz. Hilfe, Taste. Gut, wir werden mal... Mitteilung, Podcast, Ordner. Mitteilungen, Podcast, Ordner. 1 App. Mitteilungen, Ordner. 2 Apps. Dienst, Mitteilung, Podcast, Google. Soziale Netze, Ordner. 4 Apps. 1 neues Objekt. Dienstprogramme, Ordner. 5 Apps. Kontrollzentrum. Ah. Modus. Mobile Daten. Umschalttaste. Ein.
Aus. Die machen wir mal aus. WLAN, Svenny, Umschalttaste, ein. Aus. So, ich habe jetzt mal das WLAN ausgemacht. Mal gucken, ob Siri noch funktioniert. Siri, Dienstprogramme Ordner, 5 Apps. Siri, jetzt. Siri nicht verfügbar. Stelle eine WLAN-Verbindung her, um Daten zu laden, mit denen du Siri ohne Internetverbindung nutzen kannst. Aha. Das klingt interessant. 21.21 Uhr, Kontrollzentrum. Flugmobile Daten, WLAN, nicht verbunden. Umschalttaste, aus. Ein. Machen wir natürlich an. Jetzt, das interessiert mich. 21.22 Uhr. Gehen wir mal. Soziale Netze Ordner. Dienstprogramme Ordner. Genau, das interessiert mich. Und du? Ja, ist gut, Anna. Du kannst mich mal. Einstellungen. Boah, ich hasse die. Also, ich hasse die nicht. Sie ist nicht schlimm. Versteht mich nicht falsch. Anna ist okay. Ja, ist eine tolle Stimme, aber. Suchen. Ich brauche es halt. Idee, iCloud, Medien und Käufe. Ich brauche es halt sanfter, ja. Also, wenn ich immer so angeschrien werde. Funktionsupdates für iCloud Plus. Taste. Flugmodus. WLAN. Svenny. Bluetooth. Bildschirm. Allgem. Kontrollzentrum. Anzeige und Home-Bildschirm. Bedienungshilfen. Tab. Hintergrund. Siri. Fist. Siri und Suchen. Gut, Inhalte von Apple. Überschrift. In Nachschlagen anzeigen. Ein. Im Spotlight anzeigen. Ein. Apple kann beim Suchen und Vorschläge von Apple. Überschrift. Mitteilungen erlauben. Ein. In App Mediathek und Spotlight anzeigen. Ein. Beim Teilen anzeigen. Ein. Beim Hören anzeigen. Ein. Apple kann in Apps auf Eclipse. Taste. Amazon. Taste. Amazon Alexa. Amazon Enk. Apfelpage. App Store. Taste. Na gut. Amazon 1. Siri Fragen. Überschrift. Auf Hey Siri achten. Ein. Für Siri Seitentaste drücken. Ein. Siri im Sperrzustand erlauben. Grau dargestellt. Ein. Sprache. Deutsch. Deutschland. Taste. Ja. Siri Stimme. Deutsch. Stimme 2. Taste. Siri Antworten. Taste. Anrufe ankündigen. Taste. Meine Informationen. Sven Heidenreich. Ein. Siri Objektivverlauf. Taste. Unterstützung für die Verarbeitung von Spracheingaben auf deinem iPhone wird geladen, über Siri Fragen und Datenschutz. Inhalte von Apple. Überschrift. Unterstützung für die Verarbeitung von Spracheingaben auf deinem iPhone wird geladen, über Siri Fragen und Datenschutz. Mhm. Unterstützung für die Verarbeitung von Spracheingaben auf deinem iPhone wird geladen, über Siri Fragen und Datenschutz. Okay. Inhalte von Apple. Überschrift. Siri Objektivverlauf. Taste. Siri Objektivverlauf löscht. Lösche mit diesem alten Link. Siri Objektivverlauf löscht. Siri und suchen. Zurücktaste. Siri und Zoom. Siri Objektivverlauf. Taste. Unterstützung für die Verarbeitung von Sprachinhalte von Apple. Überschrift. Meine Informationen. Sven Heidenreich, iPhone 10S Max. Anrufe ankündigen. Taste. Siri antworten. Taste. Na gut, wir warten. App-Umschalter. Einstellungen. Achso. Bedienungshilfen. Einstellungen. So. Allgemein. Kontroll. Anzeige. Home-Bildschirm. Bedienungshilfen. Bedienungshilfen unterstützen dich dabei. Sehe. Voice oder. Ein. Zoom. Anzeige. Sprachsteuerung. Auf. Seitentaste. Apple TV. Tastatur. Hören. Hörhilfen. Geräuscherkennung. Aus. Taste. Audio-Visuell. Taste. Untertitel und erweitert. Audio. Über. Kopfhöreranpassungen. Aus. Du kannst Audio für Hintergrundgeräusche aus. Taste. Spielt Hintergrundgeräusche ab. Mono Audio aus. Der Link. Hintergrundgeräusche aus. Taste. Hintergrundgeräusche. Spielt Hintergrundgeräusche. Ton. Regen. Taste. Regenlautstärke. 60. Einstellbar. 5. 30. 20. Ja, machen wir auf 20. Bei der Wiedergabe von Lautstärke an Medien anpassen. 20. Ein Beispiel wiedergeben. Taste. Geräusche im Startzustand stoppen. Aus. Ist diese Option aktiviert? Ist diese Spielt Hintergrundgeräusche. Hintergrundgeräusche. Aus. Hintergrundgeräusche. Ein. So, hier ist der Regen. Schön. Ja. Spielt Hintergrundgeräusche ab. Ton. Regen. Taste. Regenlautstärke. 20. 30. 40. Ein bisschen lauter machen. Was ist denn Wetter heute? Ton. Regen. Taste. Ausgewogenes Rauschen. Ja. Bearbeiten. Taste. Helles Rauschen. Dunkles Rauschen. Ozean. Regen. Fluss. Fluss. Regen. Und. Bearbeiten. Ton. Überschrift. Bearbeiten? Was? Taste. Was passiert da? Bearbeiten. Ton. Überschrift. Ausgewogenes Rauschen. Helles Rauschen. Dunkles Rauschen. Ozean. Ozean. Regen. Regen. Ozean. Hintergrund.
Hintergrundgeräusche. Ton. Überschrift. Ausgewogenes Rauschen. Hintergrundgeräusche. Zurücktaste. Hintergrund. Ton. Reden. Taste. Redenlautstärke. 40. 1. Bei der Wiedergabe von Medien verwenden. 1. Lautstärke am Mikro. Beispiel wiedergeben. Taste. Geräusche im Startzustand stoppen. Ton. Reden. Taste. Ausgewogenes Rauschen. Helles. Dunkles. Ozean. 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 0% geladen. Ach, es ist schön, am Meer zu sein. Regen. Fluss. 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 0% geladen. Regen. Und helles Rauschen. Aus. Bearbeiten. Ton. Überschrift. Ausgewogenes Rauschen. Hintergrundgeräusche. Zurück. Hintergrund. Fluss. Lautstärke an Medien anpassen. 20. 30. 40. 50. 60, 70. 80. 90. Weit. Flusslautstärke. 40. Einstellbar. 50. 60. 70. 80. 90. Nemus ist der Fluss. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt rüberkommt. Wie gesagt, ich mache nachher nochmal auch eine richtige Aufnahme. Ja, ich würde sagen, ich beende den Podcast mal. Sonst wird er zu lang. Das war also, ich installiere iOS und ich beende mit dem wunderbaren Fluss Podcast von Sven Heidenreich, Folge 274. Ciao, ciao.